Wohlklingend beginnt die Führung, wenn Marianne Wagner einen Chor aus Südtirol durch ihre Herz-Jesu-Kirche führt. Es wird sich natürlich jeder fragen, warum haben wir da so eine große Pfarrkirche? Das haben wir einem Mann zu verdanken, der ein Südtiroler ist. Sie kennen ihn alle, Sie wissen, der Bischof Zwerger, Johannes Zwerger. Ich habe schon gehört, ein Herr heißt auch Zwerger. Oder vielleicht gibt es auch mehrere sogar noch. Ja. Wer ist das? Die ganze Familie. Die Familie Zwerger ist vertreten. Sehr gut. Und dieser weitschichtigen Verwandtschaft des Bischofs hat es die Herz-Jesu-Kirche zu verdanken, dass der ganze Chor aus Südtirol nach Graz angereist ist. Die Führung geht weiter in der Unterkirche. Ja, auch da unten, der Bischofsstab, bis ins Detail gemacht. Ja. Hier war vor etwa 100 Jahren alles voll mit Wasser, da die Kirche genau dort steht, wo eigentlich der Leonhardbach geflossen ist. Die Hochwassermarke über dem Eingang der Unterkirche zeigt das Ausmaß der damaligen Katastrophe. Marianne Wagner führt bereits seit 5 Jahren Interessierte durch diese Kirche. Sie ist mit der Pfarre Herz Jesu eng verbunden. Außerdem gehört sie zu den City Guides Graz. Organisiert auch Themenführungen durch die Landeshauptstadt. Die Kirche ist größer als unser Dom eigentlich. Ja, ist also wirklich eine der größten Kirchen. Und sie ist eine typisch neugotische Kirche. Das heißt, die gotischen Elemente, die Bauelemente sind erneuert worden und wurden umgesetzt Ende des 19. Jahrhunderts. Was gefällt Ihnen besonders hier in der Herz-Jesu-Kirche? Also die schlichte gotische Form der Kirche, das Helle, das Weite, das lange Schiff, einfach die imposante Höhe auch. Ja, sie macht so einen freundlichen Eindruck. Mir kommt sie vor, so wie die Franziskanerkirchen sind auch so in dieser Form immer ausgerichtet. Also. Das Faszinierende ist, dass das so ein Gesamtkunstwerk ist, dass der Bau neugotisch ist, die Inneneinrichtung und das alles aus einem Guss ist. Und das findet man nur ganz, ganz selten. Welches ist dein Lieblingsplatz? Kennst du ja jede Ecke? Mein Lieblingsplatz ist eigentlich die Unterkirche, die besonders schöne Stimmung hat. Und in der Oberkirche, ja, auch einfach irgendwo in den Bänken, wo man den gesamten Kirchenraum sehen kann. Wir wollen noch weiter hinauf. Insgesamt 260 Stufen, so viele wie auf den Schlossberg. Dann kommen wir zum Uhrwerk, das die Glocken steuert. Es ist älter als die Kirche selbst, geschützt in einem Holzkasten. Die Glocken wiederum wurden am 15. Mai 1955 geweiht, am Tag der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages. Wir sind hier circa auf 65 Meter Höhe.
und hier hängen 5 Glocken. Die größte Glocke hier, das ist die Herz-Jesu-Glocke, hat ein Gewicht von 2200 Kilogramm. Die kleine Glocke da ganz oben, die ist schon ein bisschen Grünspanne. Völlige Begeisterung bei den Gästen aus Südtirol. Marianne kennt das. Geschätzte 150 Mal ist sie schon hier auf dem Turm gewesen. Für sie gibt es kaum mehr überraschende Fragen. Meistens kommen solche Fragen von Kindern, die plötzlich fragen, wie schwer ist die Kirche oder wie schwer ist der Turm oder wie schwer ist ein Siegel oder also solche Dinge, die man dann wirklich nicht beantworten kann. Also das gibt es immer wieder. Ja, da sind wir jetzt also über dem Kirchengewölbe drüber, wie wir gesagt haben. Hier wurde auch der Schlussstein gesetzt. Wirklich persönlich von Bischof Zwerger. Der Schlussstein ist da, der Seite, da sind wir einen Stein im Kreuz. Der Chor aus Auer in Südtirol verabschiedet sich standesgemäß mit einem wunderschönen Lied. Über die Herz-Jesu-Kirche, da gäbe es noch so viel zu erzählen. Aber das überlassen wir Marianne Wagner, wenn sie dann selbst eine Führung auf den höchsten Kirchturm der Steiermark buchen.